sich aber zu derselbigen Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zu der Stadt Davids, die da heißet Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelt ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie, und sie furchten sich sehr. Und der Engel sprach zu
alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobeten Gott und sprachen. Von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten fanden beide Marien und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem Kinde gesaget war. Und alle, vor die es kam, verwunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Wort und bewegt sie. Kehrten wieder um, preiseten und lobeten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Und da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet, Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen aus Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Herodes hörete, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten: Thank you.
Gen Bethlehem und sprach. Siehet ihn, siehet ihn, siehet ihn, siehet ihn. Und forschet fleißig, nach dem Kindlein. Und forschet fleißig nach dem Kindlein, nach dem Kindlein. Und forschet fleißig nach dem Kindlein, nach dem Kindlein, nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, so saget mir es wieder, so saget mir es wieder. So saget mir es wieder, so saget mir es wieder, dass ich auch komme, dass ich auch komme und es anbiete. Es anbiete, dass ich auch komme und es anbiete, und es anbiete. Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam
oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in hinweggezogen waren. Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entfloh in Ägyptenland und bliebe allda bis nach dem Tode Herodis, auf das erfüllet würde, dass der Herr durch den Propheten geredet hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da nun Herodes sah, dass er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schicket aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an ihren Grenzen
die da zweijährig und drunter waren. Nach der Zeit, die mit Fleiß von den Weisen erlernet hatte. Da ist erfüllet, das gesaget ist durch den Propheten Jeremias, der da spricht. Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, viel klagend, weinend und heulend. Rahel beweinete ihre wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Da aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum. Er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Da aber hörete, dass Archelaus im jüdischen Lande König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtet sich dahin zu kommen. Und im Traum empfing Befehl von Gott und zog an die Örter des galiläischen Landes und kam und wohnete in der Stadt, die da heißet Nazareth, auf das erfüllet würde, was da gesaget ist durch den Propheten. Er soll Nazarenus heißen. Aber das Kind wuchs und ward stark Weisheit
ausgenommen.